Salah, der zweite Stürmer. Und dann ist er da. Dadaschow, 1:0. Halberstadt führt in Rathenow. Nicht mal überraschend. Tolles Tor von Rufat Dadaschow. Ein echtes Stürmergehen ist da schon zu erkennen. 44. Minute. Führung. Schießen. Die Gäste bleiben bei ihrem Rezept. Im kampfbetonten Spiel konstruktive Momente zu verleihen. Und Dadaschow wird da gefoult. Und Halberstadt bekommt den Strafstoß von Martin Beermann aus Leipzig. Über die Berechtigung brauchen wir nicht zu streiten, da Jamakschis Knie Dadaschow am Fuß trifft. Und der Gefaulte probiert es selbst. Gegen Hobbs, 58. Spielminute, Halberstadt mit dem 2:0 in Ratten. Dadaschow mit seinem zweiten Tor, sein sechster Saisontreffer, könnte im Duell zweier Abstiegskandidaten ein ganz wichtiger werden. Halbzeit vorbei, die Germania drückt dem Spiel weiter den Stempel auf. Jetzt zaubern sie auch noch. Dadaschow mit der Hacke durch des Gegners Beine. Und dann bringt Hoffmann Dadaschow wieder mit in den Ring. Und da geht er zu Boden, getroffen von Rathenow Schlussmann Hobbs. Und es gibt wieder einen Foulstrafstoß. Der zweite im Spiel, doch den...